ich bin Johannes. Ich stehe nicht für eine Organisation, aber mein Leben lang war ich immer politisch aktiv oder habe auch gekämpft für andere Art von Arbeit, gleichberechtigte, demokratische Art von Arbeit, am besten ohne Chef. Um Chefs geht es auch in meinem Redebeitrag und es geht um Friedensbewegungen. Da war ich in den letzten 3 Jahren auch ziemlich aktiv. Jetzt soll also Ursula von der Leyen die größte Macht in Europa bekommen. Sie soll Präsidentin der EU-Kommission werden. Wer bei der Europawahl am 26. Mai für dieses Amt kandidiert hat, soll keine Chance haben, eine Mehrheit im Parlament zu suchen. Manfred Weber von der CDU, Franz Timmermans von den Sozialdemokraten, die Liberale Margrethe Vestager oder auch die grüne Politikerin Estrad Keller. Sie war auch Spitzenkandidatin der Grünen. Zweiter Schock. Gestern lese ich in der Zeitung, ausgerechnet wer hat sich am heftigsten gegen die beiden aussichtsreichsten Kandidaten gewehrt, gegen Weber und Timmermans, der größte autoritäre Sack in der Europäischen Union, Viktor Orban. Er war auch gegen Weber und gegen Timmermans war er ganz besonders, weil der seine Sache als Vizepräsident der EU-Kommission gut gemacht hat. Da war Timmermans zuständig für die europäischen Grundrechte und hat gegen Ungarn ein Verfahren eröffnet, da sie zum Beispiel die Freiheit der Medien nicht respektieren. Gegen Polen gibt es genauso ein Verfahren. Sie wollten unbequeme Richter früher in Rente schicken und dort hat die Regierung zu viel Einfluss auf die Gerichte. Und Timmermans ermittelte gegen den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš wegen Subventionsbetrug. Der soll immer noch der heimliche Chef seines früheren Agrar-, Chemie- und Medienkonzerns Agrofert sein. Als Finanzminister seit 2017, als Regierungschef, konnte er dem Konzern fleißig Subventionsgelder zuschustern. Der ungarische, polnische, tschechische, dazu der slowakische Regierungschef sagten also, wir wollen nicht grundlegende Rechte und Fairness bei uns überprüfen lassen, weg mit dem nervigen Kontrolleur Timmermans. Wahnsinn, dass die anderen Regierungschefs, einschließlich den Polen-Reformer Macron, vor diesen eigenmächtigen, autoritären Rechten kapitulieren. Und wen bestimmen die Regierungschefs am Parlament vorbei? Hoffentlich wird es sie ablehnen. Ursula von der Leyen, sie ist vielleicht eine intelligente Politikerin. Sie kann gut verhandeln, sie spricht viele Sprachen. Aber sie hat auch im Mai stolz verkündet, dass ihr Verteidigungsministerium in diesem Jahr satte 5 Milliarden Euro mehr ausgeben darf. Damit tut sie ausnahmsweise einmal etwas für die alte NATO-Vereinbarung von 2002, die Rüstungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Im Moment sind wir, glaube ich, bei 1,2%. Meistens war diese fette Ausgabe den NATO-Staaten dann doch zu viel. Und sie haben es bei Lippenbekenntnissen gelassen. Denn sie haben schon gemerkt, dass es wichtigere Ziele als Aufrüstung gibt. Spätestens im Klimanotstand müsste das doch allen klar geworden sein. Um das zu verbinden, Kampf gegen Aufrüstung und Investitionen in Klimaschutz, habe ich eine Petition gestartet an die Bundestagsabgeordneten von Erfurt, Weimar und Weimarer Land. Sie ist zuerst für eine ehrliche, mutige Unterstützung von gewaltfreier Konfliktlösung und Abrüstung. Denn dann können wir auch von Staaten wie Russland, Iran oder Nordkorea Abrüstung oder Verzicht auf Atomwaffen fordern. Mir ist der Kampf gegen den Irrsinn Atomwaffen besonders wichtig. Und ich habe in den letzten 3 Jahren wieder an Mahnwachen und Blockaden am Standort Büschel in der Eifel teilgenommen. Am 30. April haben wir es geschafft, vor den Augen der Wachsoldaten beide Zäune durchzuschneiden. Unser 2-stündiger Aufenthalt am Rand des Militärgeländes hat den Flugbetrieb immerhin kurzzeitig aufgehalten. Wer dazu Informationen will, vielleicht sogar noch spontan nach Büschel hinfahren will, sprecht mich nachher an. Jetzt läuft gerade der Höhepunkt von 20 Wochen Aktionen gegen Aufrüstung, Modernisierung, neue Geldverschwendung in Büschel für atomares Wettrüsten. Jetzt noch die Hauptforderungen meiner Petition.
setzen Sie sich an die Bundestagsabgeordneten, setzen Sie sich für eine offizielle Kündigung der NATO-Vereinbarung von 2002 ein, die Militärausgaben bis 2024 auf 2% des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Kürzen Sie den Verteidigungshaushalt schnellstmöglich auf 0,5% des BIP. Das muss wirklich reichen. Stimmen Sie gegen eine teure Modernisierung der in Büscheleifel stationierten US-Atomwaffen und Ihrer von Bundeswehrpiloten gesteuerten Bomber. Leiten Sie frei werdende Finanzmittel in zusätzliche, dringende Maßnahmen für Klimaschutz. Meine persönliche Empfehlung, Förderung von Brennstoffzellenantrieben, statt einseitig die Stromabhängigkeit zu vergrößern. Gut, also ich habe schon ein bisschen lange geredet. Ihr wisst sich am besten, was ihr mit 5 Milliarden und mehr anfangen könntet. In der Petition habe ich ziemlich genau ausgeführt, welche einzelnen Forderungen ich wichtig finde und warum. Das könnt ihr nachlesen. Ich stehe gleich am Stand von Parents for Future. Da könnt ihr die Petition lesen und unterschreiben. Außerdem, hauptsächlich ist sie auf der Petitionsplattform von Campact, also unter theact.campact.de. Da ist die Petition leicht zu finden, zum Beispiel durch eine Suche nach den beiden Stichworten Klimaschutz und Rüstungsausgaben. Zur Erinnerung lasse ich hier gleich noch Handzettel rumgehen, die verteile ich auch, da steht hier der genaue Name der Petition nochmal drauf. Würde mich freuen, wenn es ihr weitergebt, auch natürlich selbst unterschreibt, wenn ihr das so in der Form gut findet. Zum Schluss wünsche ich allen Aktiven von Fridays for Future erstmal entspannte Ferien, dann arbeitet weiter zusammen, gemeinsam gleichberechtigt. Überlasst unsere Zukunft nicht autoritären Politikern wie Orban, Trump und anderen, die zu feige sind, das Notwendige zuerst zu tun. Vielen Dank. So, das war schon mal ein super Beispiel dafür, wie alle von uns aktiv werden können, wie wir Petitionen starten können, wie wir demonstrieren können, wie wir Petitionen unterzeichnen können und damit hoffentlich auch was bewirken können. Also viel Erfolg bei dieser Petition. Und wie man auch etwas bewirken kann, das wird uns jetzt gleich der Holger vom World Cleanup Day erzählen. Denn wir werden am 21. September diesen Jahres ein Cleanup zusammen mit dem World Cleanup Day organisieren.